Hallo, der Jimmy Gehrum redet gerade bei der Basis beim Bundesparteitag und sagt was ganz Wichtiges, nämlich dass wir tausende Strukturen geschaffen haben in den letzten 3 Jahren, um irgendwo eben den Widerstand Basis und ich habe auch eine überparteiliche Bürgerinitiative gegründet namens Leuchtturm. Der Leuchtturm steht hier für die Orientierung im stürmischen Meer dieses Informationszeitalters. Und die ARD ist ein Hinweis darauf, dass der öffentliche Rundfunk dieser Leuchtturm der Orientierung sein könnte und sein sollte. Bedeutet aber auch für uns die Arbeitsgemeinschaft redlicher Diskurs. Der Gedanke dahinter ist, dass redlicher Diskurs in der ganzen Menschheitsfamilie zu einer Welt führen würde, in der Kriege undenkbar wären. Und zwar einfach, weil wir unsere Konflikte dann aufrichtig an runden Tischen lösen und diskutieren könnten. Unser aller Vision sollte es sein, ein neues Zeitalter einer neuen Aufrichtigkeit anzustreben, in dem die Leitmedien den Mut und die Unabhängigkeit besitzen, die globalen ebenso wie die regionalen Interessen und Hintergründe richtig einzuordnen und Meinungsvielfalt abzubilden. Alleine die richtige Einordnung der Werte unserer Partei würde unsere Wählerstimmen jenseits der 10% hochschnellen lassen. Nur durch die Einseitigkeit der Leitmedien wird die Basispartei verschwiegen und diffamiert. Und so ist jede notwendige Opposition klein gehalten. Die Medien sind also der Schlüssel und der kürzeste Weg für uns, dieser Gesellschaft unsere Werte einer neuen und aufrichtigen Demokratie zu vermitteln. Basisdemokratie, direkte Demokratie, Schwarmintelligenz, das ist nur schwer möglich in einer desinformierten Gesellschaft. Anna Arendt sagte, was nützt uns die Meinungsfreiheit, wenn uns die nötigen Informationen fehlen? Deshalb lohnt es sich für uns, die überparteiliche Bürgerinitiative Leuchtturm.at in die Parteiarbeit zu integrieren. Das Ziel unserer Medienpolitik in der Partei sollte sein, den unschätzbaren Wert des öffentlichen Rundfunks für die Demokratie zu erkennen. Und seine unabhängige und ausgewogene Berichterstattung müssen wir konsequent einfordern, damit es diese Welt, damit es die Demokratie der Zukunft ersetzen wird. Die Basispartei kann diese Forderung bundesweit unterstützen und umsetzen, denn wir haben in den letzten Jahren, wie ich gerade gesagt habe, mit diesen Kreisverbänden, mit den Arbeitsgruppen, haben wir diese nötigen Strukturen dafür geschaffen. Jetzt können wir das nutzen. Auch die Strukturen der Bewegung, die ganzen Bezirke, all diese Strukturen haben wir geschaffen mit unserem Herz und mit unserer Kraft in den letzten 3 Jahren. Wir sind nicht nur eine Partei, wir sind auch eine Bewegung für Frieden und diese Aufrichtigkeit, die in der Basisdemokratie enthalten ist. Und von diesen 2200 Spaziergängen, die sich auch neben uns gebildet haben, mit uns gebildet haben, gehören viele zu uns, weil sie genau dieselben Werte teilen. Nutzen wir also diese Strukturen und lasst uns profitieren von den Erfahrungen der letzten 3 Jahre in der ganzen Bewegung. Heute sind wir ausreichend vernetzt und in der Lage, gemeinsam und mit einer Stimme aufrichtige und unabhängige Medien einzufordern. Bravo! Und ganz konkret bedeutet das, jede Friedensdemo, jeder Spaziergang, jede Mahnwache, jeder Basis-Infostand kann sich einsetzen für einen Dialog mit den regionalen Journalisten, mit der gesamten vierten Säule. An 1000 Standorten gleichzeitig. Das ist jetzt möglich durch die Strukturen, die wir geschaffen haben. Und fast jedes Basismitglied kennt die regionalen Aktivisten und kann helfen, die Kontakte vor Ort herzustellen. Dieser Mediendialog findet seit 40 Wochen bereits statt. Das heißt, ganz aktuell in über 100 Städten, jede Woche werden wir mehr. Diese Aktion ist völlig kostenlos, mit einem Aufwand von nur 15 Minuten jede Woche.
Jeder Einzelne kann mitmachen. Ich kann es erklären bei Gelegenheit. Die einzige Herausforderung ist der Gedanke einer evolutionären bundesweiten Vernetzung, dessen Grundlage wir bereits geschaffen haben. Dann wird unsere Stimme laut und unüberhörbar, für unabhängige Medien. Erste Erfolge sind Sondierungsgespräche an runden Tischen, NDR, RBB, Bayerischer Rundfunk. Wir werden im Rundfunkrat diskutiert als ernstzunehmende Bürgerinitiative. Mitarbeiter der Redaktionen flüstern uns zu. Vor den Medien. Danke, danke, dass Sie hier seid. Wir brauchen euch. Das müssen Sie flüstern, denn Sie riskieren Ihren Arbeitsplatz, wenn Sie zu viel in Frage stellen an Ihrem Arbeitsplatz. Dieses Klima der Angst wollen wir nun beenden durch eine einzige Unterschrift, die wir gemeinsam erzwingen wollen. Diese Unterschrift ist die Entschuldigung der Tagesschau für Jahrzehnte der dirigistischen Eingriffe. Und das ist analog zur Entschuldigung der aktuellen Kamera 1989, die dieselbe Wortwahl benutzt hat. Alleine die Umsetzung der bestehenden Regeln unserer Zivilisation reicht aus, um diese Zeitenwende herbeizuführen. Die 16 Regeln des Pressekodex bilden die Grundlage. Der Medienstaatsvertrag fordert Ausgewogenheit und Staatsferne. Das Grundgesetz fordert Zensurverbot. Die Gewaltenteilung muss wieder funktionsfähig gestaltet werden. Auch die Umsetzung des wertvollen UNO-Gewaltverbots erfordert eine kompromisslose Novellierung, keine Ausnahmen mehr zulässt. Das sind die eigentlichen Errungenschaften unserer Zivilisation und die brauchen keine Konsensierung. Sie sind der gemeinsame Nenner unserer Gesellschaften. Und die Beschädigung dieser Regeln beginnt immer mit der Ignoranz der Leitmedien gegenüber den Bedrohungen, denen diese wichtigen Regeln ausgesetzt sind. Alle weiteren Ideen für die Gestaltung unserer politischen Zukunft, wie ein neues Geldsystem, ein neues Wirtschaftssystem, ein neues Bildungssystem, eine neue multipolare Weltordnung. Alles andere braucht einen freien, offenen und öffentlichen Diskurs in unseren Leitmedien, national und international. Dann gerät sich was. Der Wettbewerb der besten politischen Ideen muss endlich aufrichtig geführt werden. Und das Zeitalter der Heuchelei muss beendet werden. Am Ende steht das Zeitalter der Aufrichtigkeit und eine Welt, in der unsere Konflikte nicht mehr mit Gewalt und nicht mehr mit Kriegen, sondern mit dem gesunden Menschenverstand unserer Zivilisation gelöst werden. Das ist die Welt. Das ist die Welt, die unsere Kinder von uns erwarten. Und zum Schluss will ich eine ganz große Vision formulieren. Die deutsche Geistesgeschichte der letzten Jahrhunderte, beispielhaft repräsentiert durch den Widerstandsgeist Schillers oder die ganzheitliche Philosophie Goethes, prädestiniert unser Land dazu, in den globalen Konflikten der Zukunft ein angesehener Mediator sein zu können. Das ist eine Vision, das ist die friedliche und kreative Welt, die wir für unsere Kinder anstreben sollten. Und die Abstimmung zu diesem Thema, wir möchten, dass der Bundesvorstand auch beauftragt wird, einen Medienfachausschuss einzurichten, der im Namen der Partei auch direkt an die Öffentlichkeit treten kann und ja, die Medienkompetenz nach außen trägt, die diese Partei geschaffen hat durch ihre Aufrichtigkeit.